trainieren auf Labrador, und zwar extremen Tiefflug. Sie leben in einer Art Ghetto-Situation auf dem ehemaligen Weltkrieg II Nachschubflughafen Goose Bay, und das ist auch der Schauplatz heute, Goose Bay Airport. Triebwerke werden auf Drehzahl gebracht, dann lässt man eben die Bremsen los, zündet den Nachbrenner und die Maschine beschleunigt. Bei ungefähr 140 Knoten, das sind so 250 Stundenkilometer, hebt sich das Bugrad und zwischen 280 und 300 Stundenkilometer hebt sie ab. Sieben Monate im Jahr liegt hier meterhoher Schnee. Frei glänzt die Straße im nördlichen Licht nur in der kurzen Sommerzeit. Happy Valley, glückliches Tal, heißt die Siedlung. Goose Airport ist der Name des gewaltigen Flugplatzes an der Goose Bay, der Gänsebucht, Teil der Küste Labradors, der riesigen Halbinsel im äußersten Osten Kanadas. Der Flugplatz an der Goose Bay war die größte und wichtigste Nachschubbasis der kanadischen und amerikanischen Truppen im Zweiten Weltkrieg. Heute dient er NATO-Soldaten. Auch deutsches Militär nützt den Platz in der warmen Jahreszeit als Standquartier. Kampfpiloten aus der Bundesrepublik treffen in jedem Jahr mit ihren Düsenmaschinen ein, um über Labrador in Kanada extrem tief zu fliegen, um sich härtesten Bedingungen auszusetzen. Die Militärflugzeuge, vor allem Phantoms und Alpha-Jets, neuerdings auch Tornados. Waffentragende Maschinen, jede davon mehrere Millionen Mark teuer. Um das Kriegsgerät zu sehen, sind wir hergekommen. Um mit den Menschen zu sprechen, die das Gerät im Ernstfall bedienen müssten. Um Erfahrungen zu machen, die in Deutschland nicht zu haben sind. Haben wir's wieder. Maschine ist klar. Über der Bundesrepublik trainieren die Piloten nicht den Luftkampf, wie er im Fall des Krieges aussehen würde. Das geschieht hier in Goose Bay, Happy Valley. Fertig. Nach dem Kampf leicht gestresst. 1200 Kampfpiloten gibt es in der Bundesrepublik. In der Bevölkerung gelten sie häufig als rücksichtslos und kriegslüstern. Oder man hält sie, ebenso falsch, für Supermänner im männlichen Traumberuf. In Deutschland sind wir limitiert auf 250 Fuß, das entspricht etwa 80 Meter oder 500 Fuß, das entspricht etwa 160 Meter. Hier in Kanada, in Labrador, können wir runtergehen bis auf 100 Fuß, das entspricht 30 Meter. Wir können in dem Sinne eine Stunde oder eine Stunde 10, 15 fliegen in diesem 30 Meter Höhenband. Labrador, etwa ein Drittel größer als die Bundesrepublik, wird nur von 32.000 Leuten bevölkert. In dem Sinne ein sehr dünn besiedeltes Land und wir stören hier keinen, wenn wir diese Ausbildung betreiben. Selbst im kaum bevölkerten Labrador hat es Proteste gegeben. Fragen, weshalb denn die Deutschen ihren Lärm nach Kanada exportieren dürfen.
Wir brauchen diese Ausbildung in diesem Höhenband ganz einfach, weil im Einsatzfalle wir uns in diesem Höhenband aufhalten müssen, aber in dem Sinne in Deutschland nie die Möglichkeit haben, in diesem Höhenband zu üben. Und das ist eigentlich Sinn und Auftrag hier dieses Kommandos. Es ist wichtig, ganz einfach, um der Entdeckung durch Radargeräte zu entgehen, um sich quasi in dem Gelände anzupassen, in Tälern zu fliegen, halt so tief wie möglich zu fliegen, um halt nicht aufgefasst zu werden. Man ist ohne Pause ganz hoch konzentriert in 100 Fuß ständig im Einsatz. Weil 100 Fuß Höhe, 30 Meter, Bäume kommen dann auch noch entgegen, sodass man manchmal auch etwas darunter liegen kann. Bei Geschwindigkeiten um 800 Stundenkilometer, wie viel Zeit hat man dann noch, um das Flugzeug abzufangen aus einer Höhe von 30 Metern? Man bewegt sich ziemlich nah am Boden und allein der Boden stellt nur unsere größte Gefahr dar. Wenn man unachtsam ist und man schaut 5 Sekunden nicht nach vorne, dann kann schon wieder ein Hügel da sein. Und wenn man dann zu viel Querlage einlegt, dass man dann ungewollt, unbewusst in den Boden fliegt. Möchte ich noch mal erinnern an die Limitations, die uns das Flugbetriebshandbuch Band 3 vorschreibt. Das Timing sind Anhaltswerte. Ihr gebt nachher dem Mission Coordinator, dem Major Irvine, die genauen Zeiten, und zwar die sich aus der Route berechnen, aus der Länge der Route. Irgendwelche Fragen dazu? Maschinenlage ist unverändert. 9 Maschinen, 2 Maschinen nach wie vor US. Wir haben auch bei diesem 9 Maschinen, immer noch die eine Maschine mit Störungen auf dem Kanal 1, mit Schwierigkeiten des Radarhöhenmessers. Ich bitte darum, dass, wenn es irgendwie machbar ist, Bremsen und Laufräder beim Landen so weit wie es geht geschont werden. Das ist das sogenannte Briefing. Ist also nichts weiter als eine Flugvorbesprechung. Darin wird alles geklärt, darin werden Notlagen angesprochen, was gemacht wird, wenn. Und dann wird natürlich auch der gesamte Ablauf angesprochen im Briefing. Dann geht es weiter, dass die einzelnen Mitglieder der Besatzung die Vorbereitung machen. Die Kartenvorbereitung gehört dazu. Und dann das Ausrechnen zum Beispiel von Waffenwerten und so weiter. Das ist ja nicht nur die Tiefstfliegerei. Und wir haben auch einen Auftrag dabei. Wir machen Abfangeinsätze in diesen Höhen. Das heißt, die taktische Fliegerei steht an sich bei uns im Vordergrund. Wir kommen von einem Jagdgeschwader und unser Auftrag ist, gegnerische Flugzeuge abzufangen. Und dieses üben wir hier in niedrigsten Höhen. Man kann normal Flugzeuge in seinen Bereichen in den niedrigen Höhen so ausfliegen, wie man es einfach mal machen muss. Können wir nirgendwo, wird auch nicht in Amerika trainiert und geübt. Nur für ganz spezielle Crews wieder mal die Chance, um hinzukommen. Und hier kann jeder, der einen gewissen Erfahrungsstand hat, rüberkommen und das üben, was er wirklich braucht. Die Gedanken, die Argumente für oder gegen militärisches Üben ändern sich, das spüren wir, je nachdem, ob man sich innerhalb oder außerhalb der Gruppe der Handelnden befindet. Wir sind mit starker Neugier nach Labrador gegangen, nicht mit dem Vorsatz, die als Soldaten agierenden Menschen zu verdammen. Wir haben nicht geglaubt und denken auch hier in Goose Bay nicht, das Militär, das mögliche Kriege, so billig mit ein paar Ablehnungen aus der Welt zu schaffen wären. Wir sind hier, um zu fragen, um mit Menschen, die Soldaten sind, zu sprechen. Ich bin nicht zur Bundeswehr oder zur Luftwaffe eingetreten, weil ich jetzt mein Vaterland verteidigen will. Ich glaube, über dieses Klischee, was vor 40 oder 45 Jahren herrschte, sind wir mittlerweile drüber weg. Ich verteidige mein Vaterland in dem Sinn nicht mehr. Es tut mir furchtbar leid, ich habe im Moment kein Vaterland in dem Sinn. Ne? Was soll ich denn verteidigen? Deutschland West? Oder nach der Wiedervereinigung mal ganz Deutschland oder was? Ich bin dazu da, ein System aufrechtzuerhalten.
ein System, wo ich abends irgendwo sitzen kann, mein Bier trinken, etwas Negatives sagen kann, ohne bestraft zu werden. Und andererseits werden wir auch auf den Krieg vorbereitet. Wir bekommen die Bedrohungsanalysen, beziehungsweise wir wissen, was uns entgegensteht. Wir beschäftigen uns damit. Das ist korrekt. Und nur wenn wir uns damit beschäftigen und auch entsprechend ausgebildet werden und das entsprechende Wissen haben, dann können wir da nur auch erfolgreich sein. Wir stellen eine gewisse Abschreckung dar oder sollen eine Abschreckung darstellen. Diese Abschreckung stellen wir nur dar, wenn wir gut sind. Denn der nicht gut ist, das ist keine Abschreckung, über den lächelt man. Was ich machen würde, wenn Krieg wäre, das muss ich viel früher entschieden haben. Nämlich in dem Augenblick, wenn ich zur Wahlurne gehe. Das Problem Krieg an sich und den Einsatz im Krieg brauchen wir gar nicht zu sprechen. Wir sind dafür da, dass wir Abschreckung produzieren. Und nur dafür da. Das heißt, unsere Fähigkeit mit Höchstleistung im Ernstfall parat zu sein, ist Teil der Abschreckung. Wir sind mit Menschen zusammen, die moralische Grundsätze haben, die überzeugt sind, abschreckend den Frieden zu garantieren. Wir müssen vermuten, dass viele Soldaten in vielen Armeen der Welt ähnlich denken. Es kommt Strom aufs Flugzeug, die Systeme werden vorgeheizt. Wenn die Triebwerke angelassen, die ganzen Systeme, die im Flieger sind, werden halt überprüft. Das heißt, es werden die Hydrauliksysteme überprüft, es wird ein Pneumatiksystem überprüft. Im Flugzeug ist ein Sauerstoffsystem, was automatisch Sauerstoff zuführt. Oben dran sitzt in der Maske das Mikrofon. Die letzten Klappen zu und dann sind wir fertig zum Rollen. Ja, wir rollen raus, dabei passen wir eben auf, dass wir kein anderes Flugzeug oder kein Bodengerät beschädigen, weil die meisten Unfälle in der Luftwaffe dabei passieren, dass irgendwelche Bodendinge über den Haufen gerumpelt werden. Seit Jahren sind sie im Sommer in Labrador. Die Piloten aus Oldenburg in Niedersachsen, aus Neuburg an der Donau, aus Pfersfeld in der Pfalz. Mit 20 Flugzeugführern kommen jeweils über 100 Soldaten, technisches Personal und Hilfskräfte. Zusätzlich zu den Kampfflugzeugen, den Piloten und den Technikern bringt die Luftwaffe Hubschrauber nach Kanada. Such- und Rettungstrupps trainieren mit, um ihre Leistung zu erhöhen und um für Unfälle in der Weite Labradors bereit zu sein. Nur aus der Luft ist die Schönheit des unwirtlichen Landes zu erfassen. Nur mit dem Schiff oder mit dem Hubschrauber kann ein Besucher die wenigen Eskimo-Dörfer erreichen. Hopedale heißt diese Ansiedlung an den nördlichen Schären Labradors. Nur an der Küste gibt es ein paar sogenannte Ortschaften, eigentlich Ansammlungen einfachster Holzhäuser. Die Spuren des ursprünglichen menschlichen Lebens dieser Region sind verschwunden. Die wenigen Eskimos, die wenigen Nachfahren der Indianer, leben vor allem als Fürsorgeempfänger der kanadischen Regierung. Anders als im übrigen Kanada bleiben kulturelle Bemühungen der Restgruppen eingeborener Völker bisher schwach und unergiebig. Labrador ist eine außergewöhnliche Erfahrung.
Das Land Kains nannten es die Europäer, als sie es vor Jahrhunderten entdeckten. Kain nach dem verdammten biblischen Bruder Abels. Labrador ist Wildnis, Einöde, menschenleer, lebensfeindlich. Mit dem unerwarteten technischen, zivilisatorischen Zentrum des riesigen Flugplatzes Goose Bay, Happy Valley. Die Amerikaner fliegen den Platz mit den größten Transportmaschinen der Welt an, um Soldaten und Material nach Europa zu schaffen. Täglich landet ein Starlifter aus der alten Welt und täglich startet mindestens einer dieser gewaltigen Vögel zu den amerikanischen Stützpunkten in Europa. Hausherren sind die Kanadier, die außer Deutschen und Amerikanern auch die englische Royal Air Force als Dauergäste aufnehmen. Die Häuser sind aus Holz, eigentlich nur ein wenig komfortablere Baracken, lebendig durch die Farben und das Licht Labradors. Kurzzeitbesucher wohnen in Kasernenblocks im typisch militärischen Blassgrün. Soldaten, die zum ersten Mal Nordamerika, Kanada erleben, genießen die fremden Reize, die neuen Bilder. Aber wenn sie öfter zum Training hierher müssen, klagen sie über die zu geringen Summen, die ihnen als Ausgleich für die enormen kanadischen Lebenskosten eingeräumt werden. Rothosen ist hier in Goose Bay, Happy Valley, eine der Bezeichnungen für die deutschen Piloten in den leuchtenden Overalls. In Deutschland kann ein Militärpilot kaum mit einem freundlichen Spitznamen rechnen. In der Bundesrepublik wehren sich die Menschen zunehmend gegen den Lärm der tiefliegenden Maschinen der militärischen Abschreckung. Es gibt zurzeit Aktionen, wo Gruppen, bestimmte Gruppen, Ballone in die Luft steigen lassen, um uns am Tiefflug zu hindern. Dass wir also praktisch in diese Ballone mit irgendwelchen Drahtseilen womöglich dran reinfliegen und abstürzen. Und das ist nicht von einzelnen Gruppen, das wird nicht von einzelnen Gruppen nur gemacht, das wird sogar von Regierungspräsidenten einzelner Länder genehmigt. Folge davon, uns wird wieder vorgeworfen, ein Flugzeug von uns ist im Wohngebiet gefahren, zum Beispiel. Ist ein versuchter Mord? Eindeutig. Ist ein versuchter Mord, wogegen nichts unternommen wird. Warum fliegt der denn da oben lang? Vielleicht sollte man sich mehr überlegen, was tun die eigentlich? Ich meine, das sind ja keine Lustflüge, die da durchgeführt werden. Zulage war 1963 mit 300 Mark. Die Aufwandsentschädigung für einen Bundestagsabgeordneten betrug 1963 auch 300 Mark. Unsere Fliegerzulage beträgt heute immer noch 300 Mark. Und die Aufwandsentschädigung für einen Bundestagsabgeordneten geht so auf die 7000 zu mittlerweile. Und dann irgendwo kommt der Frust auf. Und im Moment teile ich diesen Frust auch. Und ich verstehe die Leute, wenn sie mit dem nicht nur einverstanden sind und auch Beschwerden schreiben. Oder der Bundesrepublik treu zu dienen. Und die Bundesrepublik hat sich andererseits wieder verpflichtet, für mich auch eine bestimmte Fürsorge zu leisten. Ich sehe das zurzeit so, dass ich immer noch meiner Verpflichtung nachkomme und auf der anderen Seite das zurzeit nicht mehr geschieht. Irgendwo fühle ich mich im Stich gelassen von der Führung. Und zweitens glaube ich nicht, dass wir noch allzu großen Rückhalt überhaupt haben.
Die Piloten fühlen sich ungeliebt, wenig akzeptiert, schlecht bezahlt. Die Gesellschaft beauftragt sie und verurteilt sie dann. Normal sind es hier alle Familienväter, die auch nach Hause kommen wollen. Wenn wir Risiken eingehen, dann sind die bedingt durch den Beruf und wohl kalkuliert. Das heißt, wir wissen, dass wir einen recht gefährlichen Beruf haben. Leider wissen es unsere Frauen auch. Klischeehaft werden wir mitunter oft als Raudis für Lüfte gesehen, die in dem Sinne Lärm produzieren. Wir sind uns auch der Tatsache bewusst, dass wir Lärm produzieren. Raudis der Lüfte hören wir nicht so gern. Wir können es sein, das sehe ich ein. Ab und zu werden wir vielleicht auch darauf trainiert, im Ernstfall die zu sein. Heroes sind wir nicht, wir sind ganz normale Menschen, die einen, wie vorhin schon angesprochen wird, einen Auftrag haben. Warum wir diesen Auftrag haben, das brauchen wir jetzt hier gar nicht zu diskutieren oder sonst was. Wir machen ja eine Ausbildung, die geht meiner Ansicht nach an die Grenzen der Belastbarkeit. Aber was nie dargestellt wird, ist, dass im Grunde genommen jeder von uns ein Otto-Normalverbraucher ist. Wenn wir nämlich die Kombi ausziehen und in unseren VW Käfer steigen, dann sind wir von dem Finanzinspektor wohl auch kaum noch zu unterscheiden. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag nur jubidu durch die Lüfte und abends nach Hause gehen und uns freuen. Wenn ich in einem Pullover in einer Innenkneipe sitze und unterhalte mich mit einem am Tisch und habe die Haare auch etwas länger, jetzt war ich gerade beim Friseur, ja, und beim Bierchen, und dann kommen wir in eine gute Diskussion rein und auf einmal sagt er, ja, wieso kennst du dich denn so gut aus? Wieso? Ich bin beim Bund, ich fliege da. Ja, und dann ist das Problem für ihn da. Eine gewisse Sympathie war entstanden, weil wir uns doch ganz gut unterhalten konnten. Und er hat nur das Problem, dass er an sich dagegen ist. Kommen die Landeklappen raus, es wird alles überprüft, ob die Drücke der Hydraulik stimmen, ob irgendwo ein Leck ist. Dann kommen wir eben runter, dann wird noch ein letztes Mal nochmal überprüft, ob alles so ist, wie es sein soll. Wenn wir dann mit 280 Stundenkilometer am Boden ankommen, ist die erste Reaktion, den Bremsschirm auszulösen. Dieser Bremsschirm bremst uns also die ersten 150 Stundenkilometer weg, weil mit den Radbremsen das gar nicht zu halten wäre. Das riesige Gewicht der Phantom. Ein Kampfflugzeug ist ein technisches Wunderwerk, ebenso attraktiv wie gefährlich. Je raffinierter die Welt rüstet, desto aufwendiger wird die Pflege der Kriegsgeräte. Die Aufgaben des Wartungsmechanikers, dazu gehört die hydraulische Anlage, zum Beispiel das Triebwerk, die gesamte Mechanik, Elektrik. Dazu gehört natürlich auch zwischen den Flügen das Ergänzen der Betriebsmittel, ob das nun Kraftstoff ist oder Öl, mit dem Ziel, nach dieser Inspektion dem Flugzeugführer wieder ein flugsicheres Flugzeug an die Hand zu geben. Dazu kommen kleinere Reparaturen, Beladung des Flugzeugs mit Waffen, Kanone, Außenstationen. Das fällt auch alles in seinen Aufgabenbereich, ist natürlich auch Teil einer doch recht langwierigen Ausbildung, bis er seine bestimmte Befähigungsstufe, Gesellenebene, um es mal im zivilen Jargon zu sagen, Gesellenebene oder Meisterebene erreichen kann. Bevor der Flugzeugführer an die Maschine kommt, ist der Wart durchweg nach fast 2 Stunden vorher schon an der Maschine und arbeitet. Es ist ein ganz eindeutiges Vertrauensverhältnis, muss bestehen, zwischen dem Flugzeugführer und dem Wart. Denn wenn der Wart ihm sagt, die Maschine ist flugklar, damit kannst du losfliegen, dann muss der Pilot sich auch darauf verlassen können, das ist ganz klar. Und der Wart entwickelt sehr schnell, wenn er ein guter Wart ist, entwickelt sehr schnell auch ein Gefühl für die Verantwortung, die er hat. Und das weiß auch jeder Wart. Das Leben des Piloten in gewissem Sinne liegt in seiner Hand. Der Flugzeugführer verlässt das Cockpit, hat natürlich noch sein Debriefing, aber im Wesentlichen hat er ja seine Aufgabe erfüllt. Und dann beginnt natürlich noch wieder das Fertigmachen der Maschine, Betanken,
sodass also der Wart auch regelmäßig zum Vorlauf auch noch den entsprechenden Nachlauf in der Arbeit hat. Aber das ist ganz klar auch schon eine Krönung, wenn man dann mal die Gelegenheit hat, mitzufliegen. Eben halt das Flugzeug, was man den ganzen Tag am Boden gewartet hat oder über Tage hinaus gewartet hat, dann wirklich mal in seinem ureigensten Element dann beim Fliegen zu erleben. Das ist doch halt was anderes, als wenn ein Flugzeug am Boden steht. Wenn man ein Flugzeug rauslässt und es ist ein Doppelsitzer zum Beispiel, vorne sitzt der Pilot und man lässt das Flugzeug raus und irgendwie tut es auch weh, wie man sieht, wie die Maschine davon rollt und hinten könnte noch einer drin sitzen. Das ist doch Blödsinn. Er fliegt jetzt da weg, hinten sitzt keiner. Wartungsmechaniker sitzen in den seltensten Fällen hinten im Flugzeug. Das Fliegen, das was schön ist, auch am militärischen Fliegen, können sie sich ausmalen, kaum erleben. Freizeit haben die in Goose Bay, Happy Valley trainierenden Kommandos kaum. Wer keinen Dienst schiebt, kann auf der einzigen Sandpiste ins Land fahren. Ein Abstecher zum Wasserflugplatz gehört ins Standardprogramm beim Freizeittrip der Flieger. Enjoy a delicious seafood weekend this weekend at the Hotel Fairmont. The entree is garlic lobster tail. Happy Valley, das glückliche Tal, ist nicht eben ein Vergnügungsort. Unkonventionell gebaut, arm. Lebendig nur durch das nördliche Licht, durch die Farben, durch das ständig wechselnde Himmelsschauspiel. Es gibt ein paar Ausrüstungsgeschäfte für das Leben in der Wildnis. Einen gemütlichen Friedhof. Es gibt das Kaufhaus Northern Lights für ein paar Mitbringsel. 570 CFCB. You interrupt. Each seven five star. You scream and you yell. From daybreak till dark. I've worked my way. Nee, so geht das. Die Preise sind hoch, das Angebot viel Amerikanisches, wenig Kanadisches. Piloten, Flugzeugführer bekommen Beamtengehälter. Sie verdienen etwa so viel wie Studienräte. Ihre Ausbildung war hart, hat sie aus einem großen Bewerberkreis herausgesiebt. Der extreme Tiefflug, der Tiefstflug, gehört zu ihrem Beruf. Berufsrisiko. Es ist ein Unterschied, ob ich hier in 30 Meter Höhe fliege oder in Deutschland in 100 Meter Höhe, weil ich einfach nicht so weit nach vorne gucken kann. Ne? Und damit erkenne ich irgendwelche Wendepunkte oder irgendwelche markanten Punkte, nach denen ich also navigiere, erkenne ich dementsprechend spät. Und damit ist also der Übungseffekt hier schon immens, dass man, sagen wir mal, so wie man im Ernstfall fliegen würde, um eben gegnerischen Raketensystemen auszuweichen oder die zu unterfliegen, das muss hier halt geübt werden. Das ist gefährlich an dem tiefen Fliegen, ja. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass ein Fehler kaum noch verziehen wird.